Guten Tag, hier spricht Dulil Peter Dulil, Gründer und Leiter der Amas Akademie. Heute erfahren Sie, wie Sie Inhalte Ihres Desktops in das Template TalkFusions integrieren können. Nehmen wir als Beispiel diese Seite TalkFusions. Hier oben sehen Sie TalkFusion mit Logo abgebildet. Das wollen wir im Template als Banner verwenden. Und hier diesen Textteil, Bring the world together with the power of video, das wollen wir auf dem Template als Bild einfügen. Zunächst müssen wir hier das gesamte Desktop-Bild screenen, drucken, wie man auch sagt. Sie haben oben rechts auf Ihrer Tastatur eine Drucktaste. Meist ganz oben rechts beim Tastenfeld wird zum Teil auch mit Print Screen oder Screen bezeichnet, diese Taste. Es mag sein, dass die Taste andersfarbig ist oder auch umrandet ist. Falls dem so ist, haben Sie links unten auf Ihrer Tastatur eine Taste mit dem Zeichen FN. Dann wären beide Tasten zu drücken. Also, wenn wir diesen Bildschirm hier drucken wollen, das gehört natürlich hier nicht dazu, dann drücken wir jetzt die Drucktaste oder eben wie genannt die Kombination FN und Druck. Das ist geschehen. Nun gehen wir in das Paint-Programm. Das Paint-Programm hat jeder Windows-Rechner. Sie gehen auf ganz links unten, wie Sie sehen, auf alle Programme, scrollen dann auf Zubehör und bei Zubehör gehen Sie auf Paint. Nun wird Paint hier reingeführt und hier integrieren wir das, was wir soeben gedruckt haben, durch die Tastenkombination STRG und V. Jetzt sehen Sie, ist dieser ursprüngliche Desktop hier eingefügt in das Paint-Programm. Ich persönlich arbeite hier im Moment mit einem Vista-Betriebssystem von der Firma Microsoft. Manche haben Windows 7 bereits, natürlich. Egal wie, Sie finden oben links im Paint-Programm ein schraffiertes Feld. Bei Windows 7 ist es gelb unterlegt. Einmal links draufdrücken. Und jetzt den Teil, den Sie nachher verwenden wollen, markieren. Hierzu müssen wir wissen, das Banner bei TalkFusion darf maximal die Maße 656 x 80 haben. Ich zeige Ihnen später, wo Sie dieses Maß finden. Ich sehe, ich habe etwas zu tief angesetzt, setze also erneut an, etwas höher. Und rechts unten läuft ein Maßband mit. Rechts unten sehe ich jetzt abgebildet, 320 mal 82, okay, die 80 habe ich jetzt, die 81, die 80. Jetzt habe ich 390 mal 80, das liegt also absolut in diesem Bereich, der zugelassen ist. Das hier markierte wird jetzt kopiert durch die Tastenkombination STRG und C. Gleichzeitig drücken, dann öffne ich ein neues Fenster bei Paint, gehe also hier links oben auf Neu. Das Programm fragt mich, ob ich das vorhandene speichern will. Nein, wir wollen nicht speichern. Jetzt gebe ich das soeben Markierte ein über die Tastenkombination STRG und V. Und jetzt haben wir das, was wir nachher als Banner verwenden wollen. Das heißt, ich speichere das ab hier oben unter Speichern unter auf den Desktop. Genau. Desktop und ich nenne es einfach Banner. Banner TF. Banner TalkFusion. Okay. Und auf Speichern. Wunderbar. Jetzt holen wir uns diesen nächsten Teil. Wir machen jetzt die gesamte Prozedur nochmals durch für Sie zu Lernzwecken. Also hier haben wir gesagt, dies hier, Bringing the World Together with the Power of Video, dies wollen wir verwenden als Bild. Also zunächst gilt es wieder, den gesamten Desktop zu drucken. Ich mache es durch die Tastenkombination FN und Druck und Sie eben durch die Kombination, die für Ihren Rechner die richtige ist. Wir gehen wieder auf das Paint-Programm. Sie wissen hier unten alle Programme, Zubehör und von Zubehör gehen wir auf Paint. Paint ist da, jetzt fügen wir wieder ein, STRG und V. Jetzt haben wir diesen Bildschirm von vorhin hier eingefügt in Paint, nehmen oben mit der linken Maustaste wieder einen Klick auf dieses schraffierte Feld und markieren nun das, was wir als Bild unterbringen wollen.
Als Bild ist das Maximalmaß fürs Template 290 mal 170. Auch das zeige ich Ihnen gleich. Jetzt sehe ich gerade, okay, ich habe etwas zu hoch angesetzt. Ich gehe etwas tiefer ran. Und wie gesagt, schon rechts unten läuft ein Maßband mit. Sie wissen, Sie sehen, dieses Maßband steht jetzt im Moment bei 245 mal 158. Sehr schön, wunderbar innerhalb des Zulässigen. So gefällt mir das. Also STRG und C. Ich kopiere dies. Mache ein neues Fenster auf bei Paint. Werde wieder gefragt, ob gespeichert. Hier gehe ich auf Nein und füge das soeben markierte ein, wieder mit STRG und V. Jetzt haben wir das, was wir als Bild verwenden wollen. Also Datei, Speichern unter. Auch dies selbstverständlich wieder auf unseren Desktop. Genau. Und wir nennen das Bild TF. Bild Top Fusion. Wunderbar. Jetzt haben wir diese zwei Teile abgespeichert und gehen in unser Video-E-Mail-Programm. Wir loggen uns also ein. Nach dem Einloggen gehen wir oben rechts auf dieses Video Communications Center Home. Okay. Und jetzt hier links auf Video E-Mail, Create Video E-Mail. Erschaffe ein Video E-Mail. Voreingestellt ist bei mir mein persönliches Template. Wie Sie sehen, brauchen wir nicht. Ich gehe also ganz hier oben auf Build Your Own Template. Schaffe dein eigenes Template. Hier oben ist dieser Bannerbereich. Wenn ich hier drauf gehe mit der Maustaste, einfach drauf gehe, dann sehe ich zwei Icons. Das linke zeigt das Logo Talk Fusions. Das sind eine Menge von Vorschlägen, die uns Talk Fusion anbietet. Wir wollen aber ein eigen kreiertes nehmen, also gehen wir rechts auf diesen weißen Pfeil im blauen Feld. Und hier sehen Sie jetzt übrigens auch das Maximalmaß 656 mal 80, das ich für ein Banner verwenden darf. Datei auswählen. Sie wissen, wir haben gespeichert unter Desktop mit der Bezeichnung Banner TF. Das holen wir jetzt. Anklicken, auf Öffnen gehen und jetzt auf Upload. Jetzt wird also dieses Banner hier eingeladen. Ich sage Use this Banner, also verwende dieses Banner und schon haben wir dieses Banner hier oben im Template. Ebenso gehen wir vor in diesem Bildbereich. Haben wir auch hier zwei Möglichkeiten. Übrigens sehr schöne Musterbilder Talk Fusions. Schauen Sie gerne mal rein. Wir gehen aber auch wieder auf das Eigenkreierte. Hier sehen Sie wieder das Maximalmaß 290 mal 170. Wir nehmen Datei auswählen, sind auf dem Desktop und gehen auf Bild Talk Fusion öffnen und wieder auf Upload. Sie sehen schon, es ist hier eingeladen. Wir sehen ja, das ist das Richtige. Use this photo und schon haben wir es hier mit drin. Diese Überschrift hier, auch die können wir gestalten. Auch hier gibt es Vorschläge und wir können dies selbst gestalten. Auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, dies in Form eines kleinen Banners einzugeben. Das Maß, das sehen Sie, 290 mal 140. Aber wir sagen, nein, wir wollen jetzt etwas selbst reinschreiben und zum Beispiel zu Testzwecken schreiben wir rein. Zu Testzwecken. Wir nehmen die Farbe hier, ich nehme hier mal schwarz, weil sehr viel schwarz schon angezeigt war. Und Use this und nun sehen Sie schon bereits, zu Testzwecken ist hier abgebildet. Jetzt kann ich die Farbe insgesamt des Rahmens ändern. Ich könnte hier jetzt auch wieder schwarz wählen, weil wir schon so viel schwarz haben und den Innenrahmen auch auf schwarz. Okay, ist natürlich sehr prägnant, für manche auch etwas zu traurig. Oder wir nehmen eine Farbe beispielsweise, die gut zu Talk Fusion passt. Haben wir auch oben im Logo mit drin. Also hier können Sie spielen, je nachdem, aus welcher Webseite Sie etwas spiegeln oder aus welchem anderen Inhalt Sie etwas spielen, so dass es zusammenpasst. Ja, und das war's schon. So haben Sie jetzt Ihr eigenes Template zusammengebastelt für den beabsichtigten Zweck. Ja, das können Sie Aufnahme machen und dann später auch, wenn die Aufnahme gemacht ist, dieses Template abspeichern
mit einem ganz bestimmten Namen, zum Beispiel hier Bewerbung Talk Fusion, und können es immer wieder verwenden. Ich hoffe, Sie konnten diese Informationen voll mit aufnehmen. Ich wünsche Ihnen viel Freude, viel Spaß hier mit diesem Eigengestalten von Templates. Ihr Peter de Lille.